Geld einsammeln. Dann hüpfen wir auch lieber ein bisschen auf den Boss rum, würde ich sagen. Und dann gab es noch eine Art des Todes. Wo ist der Pisser? Da unten. So, mal auf die Karte gucken. Okay. So, dann müssen wir hier einmal kurz muten. 72,5 Millionen EP für das Rift, ey, das rechnet sich auch wieder. Wir haben keine unidentifizierten Gegenstände. Das heißt, wir haben keine Legendaries bekommen mit dem Rift. Ist ja furchtbar. Ich werde mich telefonisch beschweren. Mono Blizzard, das geht so nicht. Das könnt ihr mir nicht antun. Und ob sie das können, aber ist ja egal. So, eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, ein bisschen einen kleinen Gearrift-Marathon zu starten, ne? Um mal uns legendäre Edelsteine zu farmen. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Wir brauchen die legendären Edelsteine. Ich meine, wir haben ja Schmuck und Amulett und so, haben wir ja Sockel, um die Dinge auszurüsten. Wir müssen den theoretischen Moment gerade 2 Schmucksockel verschenkt, weil wir nichts haben, was wir ausrüsten können. Das ist eigentlich voll unnötig. Das geht noch. Ja, machen wir jetzt mal ein bisschen Gearrifts. Das macht, finde ich, Sinn. So, direkt in meinen Felshagel. Es ist unfassbar, wie viel Schaden jetzt Erdrutsch macht. Also Erdbeben ist ja... Erdbeben macht noch einen Bruchteil an Schaden dagegen, aber es wird auch nicht so bleiben, denn jetzt kommt's. Die Waffe, die wir später anlegen, bringt genau das gleiche für Erdbeben, was jetzt der Gürtel für Erdrutsch bringt, nämlich bis zu 200% Damage plus. So, und jetzt kommt ihr. Nicht mal. Erdbeben und Erdrutsch plus bis zu 200% mehr Damage. Diener der Hölle werden schwächer. Es ist richtig abartig. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Diener der Hölle werden stärker. Ich bin ja mal gespannt, ne? Irgendwer hat auf jeden Fall den roten Seelensplitter ausgerüstet. Diese Feuerwolken kamen mir bekannt vor und wir waren es nicht. Kann ja sein, das Ding macht Schaden, aber mir gefällt dieses Stehenbleiben nicht, weil in dem Moment, wo wir stehen bleiben, können wir angegriffen werden und uns nicht heilen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Der Damage schön und gut in dieser Edelstein macht mit den 12.500% auf Stufe 0. Das ist schön, das ist sehr schön, aber... es überzeugt mich trotzdem irgendwie nicht. Es überzeugt mich einfach nicht. So, liebe Leute, letzte Legendary schon ein bisschen her. Ich hätte mal einen. Ich wollte sagen, wie aus dem Stein kommt jetzt was. Das wäre irgendwie so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Erdspalt ist echt voll OP gerade. Oh, Legendary! Gürtel. Gürtel bringt uns nicht viel, unser Gürtel ist ein mächtiger Gürtel. Wenn wir unseren Gürtel jetzt in Uralt bekommen würden, das wäre natürlich sehr schön.
Das ist so später, denn wenn wir unser Bild voll haben, so das Ziel, den Bild in Ural zu kriegen. Sozusagen alle Gegenstände von normal auf Ural zu verbessern. Schon wieder ein Conduit? Was ist denn los, ey? Alles voller Conduit-Pylons heute. Ich brauche mehr Zeit. So. Ich liebe Conduit, ey. Dieser Blitzpylon, der ist so stark. Inzwischen kann man den ja auch wieder verwenden, ohne sich dafür zu schämen. Da haben sie ja wieder mal wieder was gemacht, das finde ich sehr gut. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal drüber geredet. Dass, wie sie diesen Pylon für lange Zeit entwürdigt hatten. Habt ihr schon Angst? Ich brauche Heilung. Er mutet man sich einmal kurz, weil man husten muss und Monster töten einfach. Ist unerhört. Noch nicht bereit, nicht genug Wut. Mächtiger Gürtel. Das geht noch nicht. Das ist nicht unser Zettgürtel. Das ist schon wieder dieser für Raserei. Er hält den Effekt jeder Rune, die wir bis vor kurzem noch ausgerüstet hatten. Ohne dass uns halt irgendwas gebracht hat, weil die Fähigkeit Raserei haben wir gar nicht verwendet. Hier ist Sackgasse, liebe Leute. Das heißt, wir müssen hier unten rum weiter. Die Karte gucken. Keine Sterne, okay. Weiter. Das ist unsere Waffe! Leute! Das ist unsere Waffe! Okay. Okay, wir haben unsere Waffe gefunden. Ruhig bleiben, Kevin. Ruhig bleiben. Das ist die Waffe, die wir brauchen. Das ist die Erdbebenwaffe. Okay, brauche ich definitiv, wenn man Solo spielt. Ich muss hier ein bisschen was umbauen. Wir müssen hier ein bisschen was umbauen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben schon zwei für unser Bild essentielle Items heute mitgefunden. Ist nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Hier. Die ist es. Wir haben tatsächlich unsere Waffe. Wie geil ist das denn? So. Und zwar ein privates Spiel. Qual 7. Voll okay. Ist ja wohl das Mindeste. Also, ne? Wir haben unsere Waffe. Es ist so geil. Ich feier das hart. Das ist unsere Waffe. So, die müssen wir jetzt mal angucken. Wenn die jetzt uralt ist, mache ich hier einen Luftsprung. Nein, okay, aber... Okay, die ist eigentlich von den Werten, ist sie ziemlich scheiße. Sagen wir es mal, wie es ist. Die ist sogar von den Werten her ziemlich scheiße. Kann man nicht... Warte mal, kann ich würfeln? Man kann die Eigenschaften eines legendären Gegenstandes noch einmal neu auswürfeln lassen. Also sozusagen nochmal neu die Werte bestimmen lassen. Ich will mal gucken, ob wir uns das leisten können, aber so ist die Waffe halt echt kacke. Gehen wir mal kurz zu Kanais würfeln. Wir können es jetzt zumindest einmal probieren, ob wir die neue. So, was würde das denn kosten? Ein Gegenstand verbessern? Nein, das ist das alles nicht. Legendären Gegenstand umschmieden. 5555555. 50 vergessene Seelen. Alter Schwede, kann man sich nicht leisten. Nein, können wir nicht. Wir können es uns nicht leisten, das Ding umzuschmieden. Es fehlen so ein paar vergessene Seelen. Ja gut, dann müssen wir das Ding halt sockeln.
Angriffsgeschwindigkeit drauf. Wie unnötig ist das denn? Angriffsgeschwindigkeit, ey, das braucht doch... Das braucht kein... Keine Ahnung, ich brauche Angriffsgeschwindigkeit auf der Waffe beim Barb. Das ist so hart unnötig. Ja, wir bräuchten einen Soppel, liebe Leute. Das wäre ganz famos, bevor es mein Geld komplett zerlegt. Dankeschön. So, was jetzt passiert nämlich ist, guck mal, wir setzen den Kriegsschrei ein. Erdrutsch und Erdbeben werden aktiviert. Es ist schon sehr geil. So. Rüsten wir das Ding wieder aus. Ja, unser Damage ist noch nicht allzu überragend. Will mal schauen, ob man da vielleicht noch was machen kann. Jetzt können wir auch wieder den Brustschutz anlegen. Denn Immortal King ist jetzt hin wie her durch das Thema. So, Immortal King ist ja dann auch fast schon voll. Guck mal. Stiefel und Beinschutz fehlen uns da, glaube ich, noch, ne? Körper haben wir, Kopf haben wir, Beine haben wir nicht, Hände haben wir, zwei Hände haben wir, Hüfte haben wir, Füße fehlen. Ja. Genau, Bein und Dingsbums fehlen noch, Bein und Stiefel. So, wir brauchen jetzt noch einmal spezielle Armschienen, die uns einen Damage Boost für Schwert der Uhr anbringen. Das ist nicht. Kann ich es zurückhaben? Man kann nicht immer gewinnen. Ein Schnäppchen. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Genau. Sieht schon geil aus, die Waffe. Guck mal, dieses fette Beil. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen umstrukturieren, unsere Fähigkeiten. Denn wir brauchen jetzt... Passiven finde ich soweit erstmal gut. Hier kommt jetzt hin Drohruf mit Verunsichern, glaube ich. Gegner erleiden mehr Schaden, genau. Das wäre natürlich die Frage, gibt es irgendeine Fähigkeit, die wir jetzt noch bräuchten? Ich hatte mich über das Bild informiert. Fehlt hier noch irgendwas? Kampfrausch, genau. Kampfrausch mit Kampfgetümmel, genau. Das brauchen wir. So. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, unser Bild. Weil, also wir haben uns ja gerade Erdbeben haben wir noch in unserer Schnellleiste. Genau. Das hat ganz einfach den Grund, wenn wir jetzt Kriegsschrei einsetzen, beziehungsweise Drohruf, krachen halt die Felsen auf uns runter. So. Und Erdbeben hat diese Erosionsrune. Wenn wir jetzt aber Erdbeben hier zum Beispiel mal entfernen, demonstriere das einmal kurz, und setzen jetzt Drohruf ein, haben wir das Feuererdbeben. Während wir aber trotzdem den standardmäßigen Gesteinshagel bei Erdrutsch haben. Das heißt, wir müssen Erdbeben hier reinpacken, damit wir die richtige Rune für Erdbeben kriegen. Steinhagel, ich spiele zu viel Pokémon. Erdrutsch hat standardmäßig schon die richtige Rune für unseren Fall. Der hat die, die wir brauchen. So. Erdbeben aber nicht. Also müssen wir Erdbeben als aktive Fertigkeit nehmen. Ich hätte tatsächlich hier lieber Dingsbums drinne. Erdrutsch, weil wir da diese Dreieraufladung los spammen können, aber geht halt einfach nicht. So. Traurig, aber es geht nicht. So. Ja, ich hätte ganz gerne noch... Wir brauchen eine extrem hohe kritische Trefferwertung, damit der Bild stark ist. Deswegen gehe ich hier nochmal kurz hin. Versuche hier nochmal... ein bisschen... Crit-Chance aus dem Ganzen herauszuleiern. Was aber irgendwie nicht... Oh Gott, das kostet schon 800.000, die Verzauberung. Okay, das lassen wir lieber. Das kostet die Verzauberung hier 500... Das ist so teuer. Wir haben schon wieder kein Geld. Dafür, dass wir effektiv nicht vorankommen mit unserem Damage. Das ist doch furchtbar.
Und das Ding hat dann noch fast Minimum Erdbebenschaden drauf. 150 ist Minimum, 155 ist drauf. Die ist eigentlich so scheiße, die Waffe. Ja, aber egal. Stufe 30 entspricht quasi... Probieren wir's? Na, probieren's, ne? Ach, wir probieren's mal. Viel Erfolg! Bam, da war er weg. Okay, das läuft gut. Okay, das läuft richtig geil. Guck mal. Eigentlich spammen wir die ganze Zeit. Guck mal, wie das aussieht. Es bebt einfach überall gerade. Ja gut, okay, wir haben auch gerade Channeling aktiv, aber trotzdem. Ich brauche mehr Zeit. Ich denke, wenn man hier eine richtig geile Abklingzeitreduktion hat, kann das richtig lustig werden. Weil wenn wir halt einmal den Schrei einsetzen, werden halt Erdbeben ausgelöst. Achten wir drauf, ich setze einmal ein, bam, unser Wut ist wieder voll. Und wir können schon wieder Felswurf spammen. Ja, übel, ey. Dieses Set ist so maßlos overpowered im Moment, habe ich das Gefühl. Alter Schwede, ey. Da haben wir uns ein Bild dieses Season ausgesucht. Da haben wir uns was ausgesucht, ey. Richtiges Leckerchen. Bam! Das Pack einfach mal instant weg. Auf Qual 7 wohlgemerkt. Also Damage Output astronomisch hoch und die haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal alles erreicht, alle Set-Items. Wir haben noch, und jetzt kommt, haltet euch fest, es gibt noch ein Zweier-Pack an Ringen, das wir noch brauchen. Das ist ein Zweier-Set. Wir natürlich von Focus und Restraint, also Focus und Zurückhaltung, wem das was sagt. Das sind Ringe. Die, wenn ein ressourcenerzeugender Angriff einen Gegner trifft, unseren Schaden 5 Sekunden lang um 50% erhöhen und unseren Schaden 5 Sekunden lang um 50% erhöhen, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Ressourcenverbrauchender Angriff später Ohren, Ressourcen erzeugen, so ziemlich gefühlt, alles andere. Also, haben wir permanente Damage Boosts aktiv und die sind multiplikativ, also mal 50% und dann nochmal mal 50%. Das ist richtig abartig. Das bringt nochmal einen Damage Boost, der so übel ist. Also Damage, denke ich, wird bei diesem Bild nicht das Problem sein. Also Damage... Ihr seht ja schon, wie die Gegner hier umfallen. Also das ist ja... Und dabei haben wir gerade erst angefangen, das Set zu spielen. Und werden gerade erst mit dem finalen Bild zusammen haben. Also so wie wir den Bild jetzt haben, werden wir ihn auch jetzt spielen. Also das ist sozusagen die finale Skillung, die so empfohlen wird, wenn man sich ein bisschen über den Bild informiert. Es wäre natürlich noch schön gewesen, wenn man irgendwie noch Aufstampfen hätte unterbringen können, um halt Aufstampfen für den Gürtel halt zu triggern, aber ey, so viel Kriegsschrei und Ruf kann ich gar nicht spammen, wie ich könnte. Ist ja übel, ey. Komm her, Wächter, die. Teufelsmeinchen, komm her. Guck mal, bam, Kriegsschrei wieder voll, bam, Sprung, tot. Habt ihr es gesehen? Wir haben geworfen. Wir haben das Ding geworfen. Eine Voodoo-Maske, wirklich. Wir haben das Ding geworfen, also den Felsen, haben einmal Drohruf eingesetzt, Blut war wieder voll, wir haben wieder geworfen, sind gesprungen, Gegner tot. Alter Schwede, was kriegen wir hier gerade für Belohnungen, ey? Ist ja abartig. Wie Orek diente ich einst. Vor allem war meine Voodoo-Maske. Als die Champions längst vergangener Zeiten bewiesen hatten, dass sie würdig waren, unternahm ich es, die Reinheit ihrer Edelsteine zu verbessern. Warum denn eine Voodoo-Maske? Das ist Entschuldigung, kleiner emotionaler Aussetzer. Ja, ich würde sagen, das läuft, ne? Das Licht in euch wird stärker. Zwei Level haben wir durch das Abgeben bekommen.
Gehen wir nochmal höher stellen. 33. Machen wir 33? Oder? Doch, machen wir.